Ich bin hier im wunderschönen Unterkrumbach bei Hersbruck und schaue mir gerade die Schreinerei, die Möbelmacher an. Am 23.05. ab 19 Uhr werden hier The Rose and Crown, ein Akustik-Pop-Trio aus Nürnberg, spielen. Dazu gibt es witziges Essen von Rose Gardens und wir freuen uns auf euer Kommen. Cool. Wir freuen uns wirklich riesig, wenn Julia, Melchan und Christoph als The Rose and Crown am Freitag bei uns auftreten. Am Samstag ist dann genau an dieser Stelle und am Sonntag auch jeweils zwischen 10 und 16 Uhr der Tag der offenen Tür. Wir zeigen, wie Massivholzmöbel hergestellt werden, wie man sie pflegt, wie man Macken ausbügelt. Aber vor allem auch erklären wir, warum wir sie zurücknehmen. Denn auch das ist ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit. Zur gleichen Zeit zeigt Ute Danzer oben in der Ausstellung, was gesunder Schlaf bedeutet. Und ich versuche ein bisschen zu zeigen, was Sous-Vide-Garn bedeutet, nämlich das Garen im Vakuum und was man mit einem Vakuumierer alles anstellen kann. Am Samstag steigt die MM-Party, die Sie vielleicht als M-Party schon vom Michelsberg kennen. Es ist für jedes Alter, wir haben Musik von Standard bis Disco und wir freuen uns einfach auf einen schönen, ausgelassenen Abend, an dem man auch außen in aller Ruhe am Bronzofen oder oben bei uns in der Ausstellung in den Relax-Sesseln genießen kann. Am Sonntag wird es richtig spannend. Um 15 Uhr beginnt die Wanderung in den Wald, wo es bereits um Wälder schützen und nützen geht, wo wir dann um 17 Uhr das Streitgespräch, das Werkstattstreitgespräch zwischen dem Bund Naturschutz, der Forstbetriebsgemeinschaft und den Staatsforsten haben. Also das wird sicher für alle Menschen, die sich für den Wald interessieren, sehr spannend. In der Newsletter-Umfrage haben uns so viele Menschen geschrieben, dass sie sich für handwerkliche Themen interessieren und deshalb haben wir jetzt ein Video gemacht über die regionale Waldschöpfungskette. Das beginnt im Wald und endet zunächst mal im Holzlager. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn Sie uns am Wochenende vom 23. bis zum 25. besuchen.